Hallo Messerfreunde, ich grüße euch an einem wunderschönen Sonntag aus Köln mit einer neuen Errungenschaft, dem Hinderer Firetag in der Spanto-Version mit Stonewash-Finish und einer schwarzen G10-Schale. Ja, und das ist erstmal schon ein Problem, das überhaupt zu bekommen, weil die sind weg wie da. Jetzt hatte ich wieder Glück bei der Underdog-Firma, kann man schon sagen, Rheinleder, die von Hinderer beliefert wird, wo ich die letzten drei auch gekauft habe und voll zufrieden war in Preis und Leistung. Ja, wer sich dafür interessiert, weiß, das Hinderer ist für den EDC-Markt gebaut mit Daumenscheibe. Ich denke, das einzige Design, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von Hinderer mit Daumenscheibe. Ja, und über die Größe braucht man gar nicht reden, ne? Also wenn man normalerweise, wenn man von Hinderer spricht, dann hat man eine Vorstellung von sowas hier, ja? Dem Vierer-Bowie oder halt dem Dreieinhalber. Und ihr seht am Rand des Eclipse, dass das so kurz gar nicht ist. Die haben die gleiche Länge über alles, ich meine 21,1 oder so, glaube ich, hatten sie geschrieben. Exakt die gleiche Länge, aber ihr seht schon im Gegensatz zum Eclipse, ne, dass das sehr viel filigraner ist, sehr viel schmaler, sehr viel besser geeignet, um es tagtäglich mit sich zu tragen. Und das Wunderbare ist, wir haben die gleiche Top-Action wie bei allen Hinderern, also das Dropshot mit einem doch noch akzeptablen Detent ist jetzt nicht der beste, ich habe es gestern mal direkt mal, ja, ne, also muss man schon mal bei sagen, ich würde mal so bei 5 von 10 ansiedeln, ne? Also normalerweise ist da bei Hinderer gar nichts zu machen, also die großen Modelle, also die kriegst du nicht raus, da musst du schon richtig was bei sagen und das auch im richtigen Winkel nehmen. Naja, bei dem ist das, wie gesagt, jetzt nicht das Problem. Aber das ist halt auch immer so ein Wabababang-Spiel, zwischen einem guten Detent und einer guten Action. Ne? Wenn der Detent straff ist, klar, ne, dann kommt es schlechter raus. So wie es bei meinem Zero Tolerance 640 ist. Ja, da ist der Detent nochmal massiv stärker. Das musst du schon mit zwei Fingern öffnen, da hat man schon mit einem, mit dem Daumen echt, ja gut, ne? Man muss es im richtigen Winkel haben. Wobei bei dem durch die hohe Klinge, seht ihr, der Klingenfortsatz hier, kann man das auch wunderbar als Frontflipper nutzen. Und seitdem ich das weiß, tue ich das. Und ja, ihr seht, wir haben hier den gleichen Stahl, der CPM 20 CV.
Crucible Pedant vom M93. Ja. So, und ja, ihr seht auf der Lockside ist typical Hinderer, ne? Schön overbuild. Seht hier in der am Lock, seht ihr das? Kann die Kamera das sehen? Wunderschöne Halbmonde eingefräst, habe ich auch noch nicht gesehen. Ne? Wenn ihr dazu mal die anderen nehmt, ne? Da sind hier so Schrägfräsungen und beim Rui auch. Also da haben sie auf jeden Fall die Fräsungen anders, finde ich, passt super schön. Ja, das übliche Hinderer kommt erstmal tip down. Ich werde den Clip ganz entfernen. Ich habe noch vom Umbau vom Eclipse habe ich noch einen Filler Tab, der kommt da rein, weil ich es ja, also in letzter Zeit habe ich die eh lieber ohne Clip, weil ich sie in Slippies trage, ne, die teuren Messer, damit dann auch nichts drankommt. Und von daher ist dann der Clip hinderlich eher und beim Schneiden sowieso. Ne, ich müsste es mal versuchen, was für ein himmelweiter Unterschied ist. Jetzt zum Beispiel hier an meinem Sebenzer ist kein Clip dran, also wenn man das... Da hat man eine ganz andere Haptik. Ne? Als wenn du das eine Zeit lang so gewöhnt bist, da magst du keinen Clip mehr. Ne? Aber die Clips, die stören immer. Du ja, kannst machen, was du willst. Die stören, du merkst die. Ne? So, und ja, by the way. So, jetzt mal im Größenvergleich, weil die haben ja wieder die gleiche Liga. Leg ich es mal dazu. So. Ihr seht, die Oberfläche des Downwashing, das ist wie bei allen Hinderern. Ne? Die Daumenscheibe ist oben tellerförmig. Ne? An der Seite seht ihr, habt ihr so auch ganz feine Jimpings, ne? Die kaum zu merken sind, kaum spürbar sind. Ne? Ansonsten habt ihr hier auch keine Jimpings bis vorne an der Klinge, also auf den Linern sind keine Jimpings. Ja? Die typischen Standoffs von Hinderer ist übrigens alles gleiche Größe. Der kleinste Reef, Paul fragt mich, wie viel Zoll der jetzt hat. Na, der passt da. Und ja, was ich hier vor allem genial finde, ist, dass einmal einer ein Lanni-Loch gut, perfekt angebracht hat. Ja, ich hasse das, wenn die Lanni-Löcher so auf dem Body sind. Ja. Ich liebe Lannis, ja, und das ärgert mich immer. Denke ich immer, warum haben sie es nicht da hinten hingebaut? Da hat der Rick mich tatsächlich mal gehört. Na, also da kommt eine sehr schöne Ziehhilfe dran. Das, die Schale, dachte ich, als ich es gesehen habe im Netz, dachte ich, oh, da muss aber direkt eine andere Schale dran. Aber wenn man sie live sieht, ist die doch sehr schön gemacht, sehr schön strukturiert mit den zwei verschiedenen Mustern und hier nochmal diese, also es ist schon schön gemacht. Nichtsdestotrotz, weil man vom Firetec quasi überhaupt nichts im Zweitmarkt bekommt an TI, Mercator, also höchstens selbstgemachte Sachen. Ne? Es gab da mal was ab Werk, aber das ist dann noch lange nicht mehr erhältlich. Habe ich mir gedacht, ich versuche mal, mir meine erste Schale zu bauen, weil ich denke, die ist jetzt auch nicht so hoch kompliziert, ziemlich flach gehalten. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Ne? Auf jeden Fall jetzt nochmal einen direkten Vergleich zum Zero Tolerance, muss man natürlich sagen, dass ihr da schon fast zwei von kriegt. Ne? Ich glaube, das Zero Tolerance war irgendwie 250, 260, hier sind wir bei 450. Ne? Klar, das ist ein Prestigeobjekt, das ist Hinderer, aber ich denke, ne, wenn man es halt genau betrachtet, ist es das Geld auch wert. Ja? Die Framelock-Seite ist nach wie vor Overbuild statt nur dabei. Also ihr habt halt das gleiche sichere Gefühl wie bei den großen Hinderern. Ja? Also absolut standfest. Ja? Da kann man auch mit Batonen, denke ich. Ich mache sowas nicht, ja? Aber das würde das auch aushalten. Ne? Also richtig schön massives EDC. Ne? Wenn man eine gewisse Handschuhgröße hat, ist das so
der Einstieg. Ja, ich habe auch einen Impingler, das habe ich auch gerne dabei, aber wenn wir mal da von wirklichem Nutzen sprechen, mit Handschuhgröße 12 hat sich das, ne? Da ist das ein Drei-Finger-Messer. Hier kann man auch sagen, da kann ich richtig gut normal mitarbeiten, hab noch ein bisschen Luft, Backgrip, alles wunderbar, passt. Ne? Bei Hinterer ist das sowieso beim Emmet, falls jemand in mein Emmet-Video geschaut hat, da war auch der absolute Überraschungseffekt, wie groß das Ding im Endeffekt ist. Also das haben die wirklich drauf. Für große Hände oder auch mit Handschuhen dann Overbuild statt nur dabei. Wunderbar. Ich liebe das. Ja, vor allem die Spanto-Version habe ich wirklich lieben gelernt bei meinem Dreieinhalber. Wenn ihr mal normales Tanto daneben setzt, ist der Knick, der Übergang immer quasi die Achillesferse. Ja, weil wenn ihr mit einem Tanto schneidet, dann kommt es über kurz oder lang, ist das hier die Schwachstelle, die ihr danach schärfen müsst. Beim Spanto habt ihr da natürlich viel weniger Mühe, weil ihr hier einen durchgängigen Bereich habt. Ne? Also hier könnt ihr absolut schön nachschärfen, nachziehen und trotzdem habt ihr die Stabilität des Tanto-Tipps, sind deutlich zu erkennen. Das ist, ne, für mich ist es echt für wirklich dauerhafte Schneidarbeiten, also wirklich, was du jeden Tag im Einsatz hast und mitschneidest, finde ich Spanto eine absolut tolle Lösung. Absolut. Also viel lieber als Jawpoint, by the way. Gut, ich liebe die Bowie-Form, ne? Aber also Spanto hat bei mir die Tanto-Form abgelöst, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, nochmal zum Vergleich hier ein anderes Tanto, was die meisten von euch erkennen werden. Das Amazon C7, was ich schon lange habe. Aber da hast du natürlich lange nicht so eine Action wie bei einem Hinderer Firetech. Also das Ding, das ja ist auch wieder sticky. Was ich hier für eine Mühe hatte, um das einigermaßen ins Laufen zu bringen. Das war der Wahnsinn. Also es kam damals von Ivan Tools neu. Das war überhaupt nicht zu bewegen. Das war so alles wie das Dicke. Ja, muss ich was beim machen. Muss Graphit rein. So, by the way, anderes Thema. Ja, Firetech. Overbuild statt nur dabei. Trotzdem absolut gelungenes EDC. Was soll ich da noch sagen? Ihr habt einen stolzen Preis. Ja, keine Frage. Ich habe euch den Inhalt noch nicht gezeigt. Könnte ich ja mal machen, ne? Ihr Lieben. Eben weil es erstmal sehr selten zu bekommen ist und zum Zweiten auch echt nicht billig. So, hier ist jetzt ein 35 Jahre Aufkleber dabei. Die typische Karte, wer es zusammengeschraubt hat. Vielmehr, wer es entkontrolliert hat. Ja, der hintere Aufkleber und der Triway System. Mal schauen, werden wahrscheinlich die Nylons mal reinkommen, früher oder später. Aber erstmal ist das super. Ja, natürlich super fantastische Action, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, absolut perfekt alles, Klingenstand. Detent steht im ersten Drittel. Am Anfang etwas sticky. Und meistens habt ihr, weil das immer wieder Thema ist, bei neuen Messern muss sich der Lock erstmal einarbeiten, so ein bisschen. Und wenn da Metall auf Metall kommt, dann entstehen da Späne, mikrofeiner Staub, der sich da draufsetzt und schon hast du ein Sticky. Am Anfang bei einem neuen Messer reicht es meistens, das war bei ihm hier so, dass man da mit einem Q-Tip einfach mal säubert. Und dann seht ihr auch, wie das gerade am Anfang, wie viel Dreck dann recht schnell da drin hängt. Na, so. Und dann hat sich das mit dem Stick. Na, wenn man das natürlich nicht macht, dann wird der natürlich immer schneller, weil sich immer mehr Dreck sammelt. Na, gerade bei neuen Messern habe ich das oft erlebt. Da reicht ein Q-Tip. So, ihr Lieben. Was wollte ich noch? Ich wollte noch was. Ich wollte noch was. Jo, was das gute Stück wiegt, wollten wir noch wissen. Genau.
fast vergessen. Und zwar sind wir ja, bei sehr EDC-tauglichen 118 Gramm im Vergleich des Zero Tolerance 125, Sebenza 115. Also da sind wir auch im Idealbereich, würde ich sagen. So, messen wir da mal über Phase. Ach so, was mir gerade einfällt, die Pivots, die sollen so sein. Als ich es gestern wenn euch das aufgefallen ist, dass die so etwas rausstehen, ich habe da echt erstmal einen Schock gekriegt. Ich dachte, boah, ist die Pivot jetzt locker? Nee, warum es so ist, ne, weiß nur der Rick, aber es ist so, gestern dachte ich, was soll das heute? Oh ja, es ist halt typisch hinterher irgendwie, ne? Jo. Ja. So, die Klinge dürfte auf jeden Fall unter 4 sein. Ich denke mal so 3. Ja, die Klinge ist, verjüngt sich sehr in der Mitte, vorne in den dickeren Tipp. Ich nehme einfach mal hier hinten die dickste Stelle. Ja, 3,5. Ja, schön. Ja, 4 wären da definitiv auch zu viel. So, müssen wir mal über Phase. Ja, das ist ein guter Wert. Ne? 0,5 über Phase. Mit dem Stahl ist das bestimmt ein schöner Schneidi. Ja, durchgängig 0,5 über Phase. Wunderbar. Ja, ihr wisst, ich bin ja eher der Unboxer und Zeiger und nicht der da jetzt mit in den Garten geht und batonieren geht. Also das kommt wenn in die Tasche und gerade das wird jetzt sehr lange in meine Tasche wandern, nehme ich mal an. Und dann in die Vitrine. Ja, dafür sind mir die Teile schon zu kostbar, ne, dass da was rankommt. Wie gesagt, ne. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Das ist Firetech für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Madet Jod.